Liebe Schwestern und liebe Brüder, wir erleben ja alle gemeinsam in einer Art Schicksalsgemeinschaft diese Corona-Krise und sie löst viele Fragen und Unsicherheiten aus, aber ich sage euch ganz offen und ehrlich, mich macht sie auch mittlerweile wirklich traurig. Ich feiere jetzt zum ersten Mal die Montagsmesse wieder, seitdem das alles begonnen hat, mit diesen ganzen Beschränkungen, und ich kenne diese Katharinenkapelle immer nur voll mit Studenten, mit Seminaristen, mit vielen Menschen, die mit uns verbunden sind, mit Freunden der Hochschule, mit vielen Priestern, die vorne sind. Und es tut mir wirklich im Herzen weh, da überhaupt keinen Menschen mehr zu sehen. Wir haben Ostern, die großen Feiertage, die Kartage, die Liturgien von Ostern, vom Tod und Auferstehung Jesu, das absolute, die Herzmitte, das pulsierende Herz des ganzen Kirchenjahres gefeiert, ohne einen einzigen Menschen. Und die Jugendvigil, wo die Kreuzkirche voll ist mit 200, mit 300 Jugendlichen, die gemeinsam beten, anbeten, Gott loben, Gott preisen, zur heiligen Beichte gehen, im Glauben gestärkt werden, kann nicht stattfinden. Und jeden Priester, der ein Priesterherz hat, muss das wehtun. Ich freue mich, dass viele Menschen im Fernsehen und im Internet unsere Gottesdienste mitverfolgen. Das sind wirklich ganz, ganz viele. Aber ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich würde mich noch mehr freuen, wenn die Menschen hier wären, wenn man mit denen Kontakt haben könnte. Seelsorge und die ganze Kirche lebt ja davon, dass Menschen zueinander kommen, von Gott her zueinander kommen. Und das tut mir im Herzen weh. Und ich möchte das deshalb sagen, weil ich weiß ja, dass vielen das auch im Herzen weh tut, dass sie nicht kommen können. Aber ich möchte da wirklich auch sagen, es tut auch mir weh. Und ich hoffe, und ich nehme an, es wird jedem Priester wehtun. Gleichzeitig muss man immer fragen, ja, was will Gott uns sagen in dieser Zeit? Es muss ja irgendwo für einen gläubigen Menschen dann doch auch so sein, dass er einen Sinn, das heißt einen Ziel, eine Richtung findet in dieser Situation, die wir jetzt haben. Wir wollen ja eben auch die Tugenden üben, zum Beispiel des Gottvertrauens und der Hoffnung. Und das sind Sachen, die positiv sind, die uns auch einen positiven Blick geben, dass wir sagen, es wird gut werden, es wird gut ausgehen. Und Gott sei Dank, ist es ja tatsächlich so, dass es schon einen Lichtschimmer am Horizont gibt, dass zumindest in Österreich ab 15. Mai unter gewissen Auflagen wieder Gottesdienste möglich sind. Jedenfalls, es wird auch viel gesprochen, und ich möchte das auch ein bisschen darüber heute nachdenken, dass es eben nicht nur viele Probleme und Fragen und Sorgen gibt, die diese Krise auslöst, sondern dass es auch Chancen gibt in dieser Krise. Krisenzeiten sind nämlich immer Entscheidungszeiten. Das ist auch im persönlichen Leben so. Krisenzeiten sind immer Zeiten, in denen sich plötzlich ganz neu und deutlich zeigt, was wichtig ist und auch deutlich zeigt, was nicht so wichtig ist. Wir haben heute im Evangelium den Satz Jesu gehört, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Jeder Mensch hat Hunger und jeder Mensch hat Durst. Jesus weiß das und Jesus versteht das. Sogar im Evangelium überliefert, dass Jesus selber Hunger und Durst gekannt hat und hatte. Und Jesus will, dafür ist er gekommen, unseren Lebenshunger und unseren Lebensdurst stillen. Und genau deshalb sagt er uns das. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Mich erinnert das an die Lesung, die auch in der Osternacht verlesen wird, aus dem Buch Jesaja, wo Gott sagt, auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Auch wer kein Geld hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld. Kauft Wein und Milch ohne Bezahlung. Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt? Und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht?
hört auf mich, dann bekommt ihr das Beste zu essen und könnt euch laben an Fetten speisen. Jetzt ist die Corona-Krise und wir haben diese ganzen Einschränkungen, die nicht angenehm sind und die uns schon langsam auf die Nerven gehen. Aber die sind eine gute Gelegenheit, und das ist vielleicht der Sinn, sich zu fragen, was ist denn das, was meinen Hunger stillt? Was ist denn das, was meinen Durst stillt? Und was ist auf der anderen Seite das, was mich leer und hungrig zurücklässt? Wofür mühe ich mich ab? Wofür mühe ich mich ab, was mich leer lässt? Wo stecke ich Energie hinein, was mich hungrig zurücklässt? Und auf der anderen Seite, was nährt und was stärkt mich? Mein Leben und meine Seele. Und da werden wir feststellen, dass der hektische Konsum, in dem wir die ganze Zeit drinnen sind und der uns auch eingeredet wird, uns Menschen eben nicht satt macht. Dass die Ablenkungen und die Zerstreuungen, die wir die ganze Zeit suchen, um dabei den tieferen, den inneren Fragen, die uns aufkommen, auszuweichen, dass die unseren Lebensdurst nicht gelöscht haben. Dass auch das ehrgeizige Streben nach oben, das Konkurrenzdenken, das neidische Denken gegen die anderen, die Missgunst und das schlechte Reden uns nicht satt machen. Und dass auch das Geld, auch wenn es in noch so großen Mengen auf den Konten ruht, uns leer zurücklässt. Wie hecheln wir oft Dinge nach, die uns enttäuscht und leer zurücklassen? Müht euch nicht ab für die Seele, für die Speise, die verdirbt. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt. Jesus macht uns immer wieder aufmerksam auf das, wofür es sich zu leben lohnt. Die Liebe zu Gott, die Liebe zu den Mitmenschen, das Gebet und die Hinwendung zu unseren Nächsten und die Offenheit für Gott, die sind es, die unsere Seelenhunger und unseren Seelendurst stillen. Das sind die Speisen, die uns Nahrung geben für das Leben. Das ist das, was uns Freude und Frieden gibt. Müht euch ab für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Die Speise, von der Jesus spricht, ist letztlich er selber. Er, der im Brot des Lebens sich selbst, seinen Leib und sein Blut uns gibt und so in tiefste und innigste Lebensgemeinschaft mit uns eintritt. Und ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Schmerz. Das ist heute, jetzt in dieser Augenblick, in dieser Situation, so schwer ist, die Kommunion zu empfangen. So schwer ist, an der Messe teilzunehmen, dass viele Menschen, die zur Messe gehen wollen, nicht gehen können und darauf angewiesen sind, vom Bildschirm mitzufeiern. Aber vielleicht ist diese Situation eben auch hier so eine Gelegenheit, einen Sinn zu finden, dieses Wort tiefer und besser zu verstehen. Müht euch ab für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Dass wir daran denken, die heilige Kommunion ist keine Selbstverständlichkeit. Da vorne hinzugehen und die Kommunion zu empfangen, das ist nicht so ein Selbstbedienungsladen, wo man einfach geht, wenn man gerade Lust hat. Es gibt Christen, die aus ganz anderen Gründen nicht zur Eucharistiefeiern gehen können, weil sie vielleicht keinen Priester haben in den nächsten hunderten Kilometern oder weil sie vielleicht verfolgt werden, wenn sie öffentlich an einer Messe teilnehmen. Ich denke, dass diese Zeit auch eine Chance ist, in dieser Lebenssehnsucht, in diesem Seelendurst, der letztlich ein Durst und ein Hunger ist nach Jesus, dass wir in dem auch bewusster werden und klarer werden. In unserer Seele, die so viel Sehnsucht hat, die so viel Durst hat, die so viel Hunger hat und die so oft versucht, diesen Hunger und diesen Durst mit Dingen zu stillen, die uns dann letztlich doch eben hungrig und leer zurücklassen,
In unserer Seele ist die Sehnsucht letztlich ausgerichtet auf Jesus selbst. Müht euch ab für die Speise, die bleibt. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn, Jesus Christus, euch geben wird. Das ist eine positiv formulierte Zukunftsformulierung. Er wird es uns geben, seine Speise. Es wird so sein. Amen.